Guten Morgen, ihr Lieben. Also für mich ist guten Morgen, wann auch immer ihr dieses Video anschaut. Ursprünglich wollte ich dieses Video mal an einem neuen Drehort aufnehmen, und zwar unter meinem Zitronenbaum, wo ich jetzt, wenn es wieder heißer wird, auf Mallorca male. Aber da hat mir das Wetter einen kleinen Streich gespielt, denn es regnet, also es nieselt. Was für den Garten sehr toll ist und was ich enorm begrüße, aber für Videoaufnahmen ist das jetzt nicht so der Hit. Also, frisch aus dem Bett gefallen, naja, wenn ich nicht auf dem Bett säße an meinem Meditationsplatz. Ich hatte in den vergangenen Tagen während meiner Coachings ganz tolle Ideen. Ich nenne es Ideen, es sind aber vielmehr Visionen. Diese Visionen kommen während des Coachings. Ich verbinde mich ja mit den Menschen, mit ihrer Seele, sozusagen von Seele zu Seele, und empfange Bilder. Bestimmte Bilder sind ausschließlich für diesen besonderen Menschen gedacht, aber manchmal kommen diese Bilder auch aus dem Feld, also aus der Schöpfung, aus der Urquelle, wie auch immer ihr es nennen möchtet. Man kann es auch wissenschaftlich morphogenetisches Feld nennen, das Feld der Informationen. Und da sich diese eine Vision eben so hartnäckig immer wieder zeigte und auch so sehr, sehr gut zu den Menschen passte, bei denen sie kam, möchte ich sie jetzt mal mit euch teilen. Denn ich habe das Gefühl, und das kam heute Morgen in meiner Meditation, dass ich ist für uns alle sehe, für die einen mehr, für die anderen weniger. Wie ihr am Titel des Videos schon gesehen habt, raus aus dem Labyrinth. Diese Vision ist einfach zu beschreiben. Und diejenigen, die sich schon lange auf dem Weg ihrer Seele befinden, die sich selber spüren, die einen Überblick haben über die Geschichte der Menschheit, soweit wir sie zurückverfolgen können, wissen, dass es eben immer Zeiten gab, in denen sich die Menschheit verstrickt hat, total eingewickelt hat in Bürokratie, in unsinnigen Regeln, in Exzessen, in Ausbeuterei, sei es Ausbeutung der Menschen, sei es Ausbeutung der Natur. Und immer wieder sind daran die Hochkulturen zerbrochen. Ich habe das schon ganz oft in meinen Videos formuliert, und das schon seit 10 Jahren, gerade so um 2012 herum, als der Maya-Kalender endete, weil die Maya eben anhand ihrer Visionen und des Sonnensystems und des Universums gespürt haben, dass ein neuer Zyklus beginnt. Damals habe ich schon gesagt, ja, ihr Lieben, also die Menschheit hat sich mal wieder in eine Sackgasse bewegt. Und heute würde ich sagen, tatsächlich, sie hat sich mal wieder im Labyrinth verirrt, in ihrem eigenen, selbstgeschaffenen. Und es trifft sowohl für uns selber zu, als eben auch für unsere gesamte Erde, also unsere Menschenwelt. Die Erde als Planet interessiert es nicht. Die Erde selber hat schon so viele Zyklen erlebt, Eiszeiten, Hitzezeiten, verschiedene Spezies, und der Erde ist es egal, mehr oder weniger jedenfalls. Es geht um uns Menschen. Und die Menschen haben sich verstrickt, eingesperrt in einem Labyrinth, und wir sind gerade, man könnte vielleicht sogar sagen, wenn man Zeitpunkte nennen möchte, ungefähr seit 2012 dabei, diese auf dem Kopf stehende Pyramide, und das ist ein ungesundes System, ja, also wenn eine Pyramide auf dem Kopf steht, dann wackelt sie die ganze Zeit. Und unser System wackelt schon die ganze Zeit. Diejenigen, die ein bisschen informiert sind, sich über Mainstream oder alternative Medien informieren, wissen, das Geldsystem, das politische System, alles wackelt. Wie eine riesengroße Pyramide, die auf einem ganz, ganz, ganz kleinen Punkt steht. Und jetzt wackelt sie gerade sehr stark, denn das, was in der Welt passiert, ist ein Zustand, der nicht lange aufrechtzuerhalten ist.
Wenn wir als einzelne Menschen jetzt diese Situation sinnvoll nutzen möchten, gibt es viele Möglichkeiten. Und ich habe ja in den letzten 2 Monaten sehr viele Videos dazu gemacht. Und natürlich ist es bei mir immer eine Mischung aus meinem eigenen Sonja-Mensch-Empfinden, aus meinem Empfinden als Medium für das, was um uns herum im Kosmos passiert, was aber auch mit unserem Planeten passiert. Jetzt gerade pulst die Erde mit ihrer eigenen Schwingung, mit der Schumann-Frequenz wieder sehr stark, sehr intensiv. Dafür ist es im Kosmos etwas ruhiger. Und wir können jetzt, das ist mein Empfinden als Medium, diese Energie nutzen, um uns persönlich und dadurch auch immer mehr als Menschheit aus dem Labyrinth zu bewegen. In meinen Coachings habe ich das so formuliert. Du kannst es einfach und schnell machen oder du kannst dir Zeit lassen, so wie es deinem eigenen System entspricht. Dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, wer gerade dieses Video schaut, kann ich natürlich nicht ermessen, wo du gerade stehst. Ich weiß, dass mittlerweile viele, viele Menschen meine Videos anschauen, die gerade frisch geschlüpft sind, sage ich ganz gerne, die gerade eben durch diese Krise und durch die vielen alternativen Medien aufwachen und erkennen, wow, Mainstream ist es nicht, der die Wahrheit sagt, sondern es passieren ganz andere Dinge. Worauf auch immer du dich jetzt fokussiert hast, was auch immer im Moment so deiner Wahrheitsströmung entspricht, du kannst in gemächlichen Schritten, denn der Wandel wird noch eine Weile dauern, wie lange weiß kein Mensch, oder auch sehr schnell aus diesem Labyrinth aussteigen. Alles im Leben basiert auf Entscheidungen. Und dazu werde ich noch mal ein eigenes Video machen, ob heute oder morgen, ich weiß es noch nicht. Das ist auch etwas, das schon eine Weile gesagt werden will, doch es braucht halt auch Zeit, ein Video aufzunehmen. Jetzt möchte ich dir nur sagen, wenn du dich jetzt, heute, je nachdem, wann du das Video schaust, entscheiden willst, aus diesem Kuddelmuddel, aus diesem Labyrinth, aus dieser Sackgasse auszusteigen, dann ist es im Grunde nur ein Gedanke. Wenn du diesen Gedanken dann auch noch fühlen kannst, ihn visualisieren kannst, kann es sehr schnell gehen. Was musst du dafür tun? Oder was kannst du dafür tun, wenn du willst? Du kannst dein Leben aus der Vogelperspektive betrachten. Vielleicht kennst du dieses Gleichnis, wenn ein Frosch vor einem großen Stein sitzt. Kleiner Frosch vor einem großen Stein. Und nach links guckt, rechts guckt, oben guckt und denkt, ach du meine Güte, das ist ein Riesending, wie soll ich da jemals drüber kommen? So hoch kann ich gar nicht springen. Wenn der Frosch fliegen könnte, dann würde er von oben sehen, dass der Stein zwar für seine Augen links und rechts ziemlich groß ist, aber wenn er nur ein paar Meter weiter hüpft, sieht er, dass er um den Stein herumhüpfen kann. Das sieht er nicht, solange er unten auf dem Boden sitzt. Von oben betrachtet sind die Situationen oft viel entspannter als aus der kleinen Opferperspektive. Ganz viele Menschen sind im Moment in dieser kleinen Opferperspektive und sehen nur das, was der Mainstream ihnen weitergibt. Mainstream heißt das normale Fernsehen, Zeitungen, Radio und natürlich Gerüchte. Also das, was Menschen über Fernsehen, Zeitung, Radio hören oder sehen und dann mit ihren Worten weitergeben. Und das ist natürlich nur ein winzig kleiner Ausschnitt dessen, was tatsächlich auf der Erde passiert. Und zwar ein
zensierter Ausschnitt. Ich sage das jetzt mal ganz entspannt. Ich mache heute mal ein ganz entspanntes Video. Was die Mainstream-Medien also weitergeben, ist nur das, was wir sehen sollen, damit wir uns auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, nämlich auf eine gezähmte, ruhig gestellte, sozusagen sedierte Art und Weise. Wir werden heruntergefahren, noch blinder gemacht, als wir sowieso schon sind, global gesehen, und bekommen nur das zu sehen und zu hören, was wir sollen, damit wir ganz leise sind, ganz klein versteckt zu Hause sind, damit wir Angst haben vor dem, was kommt. Also werden wir zu ganz, ganz kleinen Fröschen gemacht, die im Endeffekt vor einem großen Stein sitzen, der aber gar nicht so groß ist, dass wir ihn nicht umhüpfen könnten. Vielleicht sind wir nicht in der Lage, drüber zu springen. Vielleicht dauert es eben eine Weile, so weit zu hüpfen, bis wir sehen, ah, da ist die Lücke, da kann ich dann durch und dann kann ich weiter hüpfen. Was ich die ganze Zeit als Sonja in meinen Videos, in meinen Büchern, in all dem mache, was ich mache, ist, dass ich mir wünsche, dass die Menschen so groß und stark sind, so sehr in ihrer Selbstverantwortung und Selbstermächtigung, dass sie in der Lage sind, dass ihr, dass du in der Lage bist, hochzufliegen und zu sehen, wow, es ist wieder nur ein Stein. Ich hüpfe drum herum oder ich pack mal meine Flügel aus, flieg hoch und hinten ist die Bahn wieder frei und es geht weiter. Und das möchte ich mit diesem Video erreichen, dass du, vielleicht kannst du es ja schon, einfach siehst, ja, ich kann über das Labyrinth emporfliegen und dann sehe ich, dass das Labyrinth ganz klein ist. Aber es ist tricky, denn immer dann, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt kommt der Ausgang, verschieben sich die Wände. Das wird nämlich gerade mit uns gemacht. Immer dann, wenn wir den Ausgang sehen und denken, wow, okay, da zeigt sich ein Licht am Horizont, verschieben sich die Wände und es wird uns wieder eine Horrormeldung gebracht und wir stecken wieder fest im Labyrinth. Ich hoffe, ich kann dieses Bild, das ich in mir trage, so plausibel machen, dass ihr es versteht. Und wenn nicht, es gibt ja die Kommentare unter den Videos. Und ich werde auch wie immer unten ein paar Videos in der Videobeschreibung verlinken, von denen ich denke, die können euch weiterhelfen. Ja, schaut sie euch an und erweitert vielleicht damit wieder ein Stückchen euren Horizont. Ich wünsche mir Menschen mit einem ganz offenen Horizont, die sich nicht mehr ins berühmte Boxhorn jagen lassen. Okay, also, wenn du dich entscheidest, die Vogelperspektive einzunehmen, siehst du, dass dieses Labyrinth, wie gesagt, sehr klein ist. Und wenn du dann sowieso schon oben bist und erkennst, dass dieses Labyrinth nur eine Illusion ist, die von außen erzeugt wird, die vielleicht auch dein Ego erzeugt hat, da sind wir wieder bei dem persönlichen Labyrinth. Denn es gibt ja beide Felder, das persönliche und das große, also globale Labyrinth. Aber beide sind im Endeffekt nur klitzeklein. Das, was im Außen gerade passiert, ist ja nur ein Synonym für das, was unser Ego im Leben immer mal wieder erzeugt. Unser Ego erzeugt immer mal wieder so ein Labyrinth, wenn es nämlich Angst hat, dass wir neue Wege gehen. Und was für einen größeren neuen Weg können wir gehen als den, der jetzt vor uns liegt? Der Weg in ein neues Zeitalter. Wir haben ein Zeitalter gerade hinter uns gelassen. Wir erleben die Nachwehen und wir sind im Geburtskanal für das Neue. Ich habe dazu gerade wieder ein Video aufgenommen. Wie gesagt, ich verlinke euch unten ein Interview mit Karl Gamper, in dem wir über das Neue gesprochen haben. Auch ein Interview mit Seom, diesem fantastischen Musiker und Sänger. Wir haben darüber gesprochen, ja? Und hier oben verlinke ich euch jetzt das Video zu dem
letzten Video, das ich dazu gemacht habe, zu diesem Thema. Also, wir sind im Geburtskanal und wir können immer wieder einen Schritt, einen großen Schritt vorwärts kommen, wenn wir aus diesem künstlich erzeugten Labyrinth unseres Egos und der Mainstream-Medien, sprich der Gesellschaft, die uns unterdrücken möchte, in unserer Macht und Kraft aussteigen. Statt ein Frosch zu sein, sei ein Vogel oder sei ein Engel. Flieg empor, schau es dir von oben an. Wie sieht es aus? Wie fühlst du es? Vielleicht schreibst du es dir auch auf, dass du es besser verstehst, und zwar mit deinem Geist, deinem Herzen und auch deinem Bauch. Und dann werde dir darüber klar, dass das nur eine künstlich erzeugte Illusion ist, diese Sackgasse. Und dann geh raus. Spring über die Mauer, flieg drüber hinweg und finde deinen Weg wieder, deinen goldenen Weg. Ich nenne es ja den Regenbogenweg im Moment. Und ich male immer noch an dem Sterntor der Trinität, das diesen Regenbogenweg deutlich zeigt. Da es draußen regnet, vielleicht male ich heute an diesem Sterntor weiter. Und das könnt ihr gerne bei Facebook verfolgen, wenn ihr mich bei Facebook abonniert habt. Also meine offene Sonja Ariel von Stadenseite verlinke ich euch auch unten. Dieser Weg, dein Lebensweg, dein Seelenweg, der geht ja weiter. Du kannst weiter im Labyrinth kreisen, das kannst du entscheiden, dann macht der Seelenweg halt ein paar Schleifen. Oder du steigst auf, überwindest mit einem Satz das Labyrinth und lässt diesen ganzen alten Quatsch hinter dir, diese künstlich erzeugte Illusion. Und du hörst auf, dich weiter damit zu füttern. Und ich möchte es jetzt nochmal sagen, ich möchte euch nochmal daran erinnern. Missioniert bitte nicht. Bestenfalls könnt ihr, wie es ja so viele tun, das Video, also dieses hier oder andere Videos, die euch gefallen, die eurer Wahrheit und eurem Gefühl entsprechen, weiterleiten. Und wenn ihr in Diskussionen über diese Zeit verstrickt werdet, mit eurer Familie, mit Freunden, mit Bekannten, Nachbarn, wem auch immer, dann könnt ihr sagen, wisst ihr, also ich verstehe dich mit deiner Meinung, das ist das, was uns eben so von außen übergestülpt wird. Ich verstehe dich. Und wenn das deiner Wahrheit entspricht, dann respektiere ich das selbstverständlich. Jeder Mensch hat seine Wahrheit. Aber bitte respektiere auch, dass ich eine andere habe. Wenn dich meine Meinung wirklich interessiert, können wir ganz entspannt darüber sprechen. Oder wenn du magst, leite ich dir ein Video weiter, das meine Meinung widerspiegelt. Ich möchte aber nicht mehr kämpfen. Ich möchte nicht mehr um meine Meinung kämpfen. Wenn ihr das so entspannt sagt, dann hört auch dieser Kampf endlich auf. Je mehr Kämpfe wir sein lassen, je weniger wir um irgendetwas kämpfen, desto friedlicher wird diese Welt. Ich bitte euch, das endlich zu verstehen. Natürlich klingt es so schön, ich kämpfe für das Licht, ich kämpfe für meine Meinung, ich kämpfe für die Freiheit. Aber ihr seht, wie es eskalieren kann, wenn man kämpft. Dann zeigen sich die Schatten wieder. Ich bin nicht in den Mainstream-Medien, doch ich habe allein im Gespräch mit meinem Vater, der in Deutschland lebt, wieder gehört, wie stark die Rechtsradikalen gerade die Demonstrationen wieder sprengen. Und das geschieht nur, wenn wir ihnen diese Lücke öffnen. Wenn wir im Frieden sind mit uns, wenn wir im Frieden etwas vermitteln, wie jetzt zum Beispiel ich in diesem Video oder ich habe von Meditationsdemonstrationen gehört. Wow, wie genial ist das denn? Wenn ihr mit eurem wahren Licht, eurer Größe zu einer Demonstration geht und einfach da seid und ganz viel Licht aus euch, erstmal in euch hereinfließen lasst und es dann überquellen lasst in dieses Feld der Demonstranten. Wenn ihr für den Frieden in dieser Demonstration und für die Welt einfach nur still da seid, vielleicht haltet ihr auch ein Plakat hoch, was auch immer ihr machen wollt. Ihr braucht nicht laut zu sein.
Alleine eure Anwesenheit im Licht, eure Anwesenheit präsent, ich bin für das neue Zeitalter, das goldene Zeitalter. Ich bin für freie Meinung, ich bin für freies Sein, freie Energie. Ich bin für Respekt und Liebe. Alleine dieses Schwingungsfeld wird für mehr Frieden sorgen. So, ihr Lieben, ich starte jetzt mal in mein Wochenende, wünsche euch ebenfalls ein glückliches, friedliches, respektvolles Wochenende. Ich sende euch mein Licht, meine Liebe, das Licht der göttlichen Quelle und freue mich über jeden Menschen, der frei und selbstbestimmt, machtvoll und klar den Weg aus dem Labyrinth findet. Denkt dran, das Ganze hier ist nur ein Spiel, eine Illusion. Und wir dürfen entscheiden, wie wir es spielen. Und ich werde euch weiter in ganz viel Klarheit begleiten. Wir sehen uns. In Liebe, eure Sonja Aray von Staden. Ciao.